Runde 9. Runde 9, Merveille Mathieu. Franzose ist am Start, ist schon gestartet. Schauen wir mal, was der Mathieu macht. Er fliegt in Shinto. Hat er heute etwas Pech am Morgen. Ist jetzt aber auf Spur soweit. Er ist im Startphase drin. Gehen wir da ein bisschen vor. Und so, jetzt kommt er rein. Er ist bekannt für sehr genaue Wenden. Man achte auch auf seine Körperhaltung. Sehr speziell. Man nennt das auch den Cosolien-Style. Habe ich das erste Mal in Cosol gesehen. Er geht da immer richtig mit. Macht das souverän. Ja, das war etwas knapp, aber hat gepasst. 44. Mittlere Zeit jetzt momentan. Jetzt kommt gerade noch Iñaki Alessandro, das ist ein Spanier. Heute sehr gut geflogen. Gauba zusammen auf ein Hundertstel genau dieselbe Zeit erreicht. Runde 10 für Iñaki. Schauen wir. 9. Runde 9. Ja. 20. Sieht etwas schwer beladen aus. Ja, mal schauen. Ein Device von Webershop Development. Martin Webershop ist ja auch hier auf dem Platz, hat ja mit mir mit moderiert gehabt. Also das ist eine Konstruktion aus seiner Schmiede. Iñaki bewegt das Ding sehr gut. So, jetzt hat der Spanier dann noch zwei Längen zu absolvieren. So, letzte, neunte. Ja, auch nicht schlecht. Auch eine 44 wie Merveille Mathieu vorher. Also Bedingungen sind wirklich sehr, sehr ausgeglichen jetzt. Interessante Geschichte. So. Gesehen, beide 44, interessant, also echt... Ja, ist etwas gemein, weil ich glaube, die Bedingungen haben so ein bisschen abgegeben wieder. Ne? Das war mal ein ganz kurzer Schwung Luft, der daher kam. Ja. Und da konnten die Jungs dann mal so richtig eine 38er fliegen und so. Und ich hatte auch Glück mit der Zeit so, aber jetzt die Jungs sind so ein bisschen am dran, das ist ein bisschen schade jetzt. Aber ist doch immer noch regelmäßig, also beide hintereinander 44. Klar, für ganz schnelle Zeiten reicht es jetzt zur Zeit nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, sei denn, wenn du fliegen würdest. Ja, klar, aber ist klar. Das können wir dann nachher mal wiederholen und zeigen, wie das geht. Ich werde jetzt dem Stefan werfen mit seinem Freestyler 5. Ja. Die Akuna Edition. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass er da nochmal einen reinbrennt. Ja, ich glaube. Also nicht. Nein. Also es wird ja schon. Jetzt war der Monster noch. Ja, jetzt beginnen dann Diskussionen, ich glaube. Ist dann so. Ja, also werfe jetzt mal schön und dann schauen wir zu. Okay. Bis nachher. Tschüss.